Was ist das? Zyrok, leg mal das Ding außer Hand. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Weapons at least the damage is Protoss. Armored 5, total 5 damage to target, dann kannst du den Armored. Kannst du denn Russisch, Zyrok? Nein. Ich auch nicht. Möchte ich es? Nein! Aber ich habe Counter-Strike gespielt. Bei uns wurde das in der 5. Klasse tatsächlich angeboten als Sprache. Also in der 6. dann. Aber wir konnten das in der 5. wählen. Haben sich aber zu wenig gefunden. Hallo! Aber im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, Russisch zu lernen, als Latein zu lernen. Weil wozu braucht man Latein? Counter-Strike spielen. Ja. Geek Forum Est, sag ich nur. Du kompliziert. Filme par Magonre. Nee. Oh, das Spiel steht. Ja, das stimmt. Weil wir ja gegen Russen spielen, ja? Blöd! Die sind blöd, alle damit beschäftigt, Erdogan in der Türkei abzufeiern. Deshalb können sie kein Internet mehr nutzen. Frühes Gas beim Terran. Frühes Gas als Zyklone? Glaube ich nicht. Oder was anderes? Glaube ich. Ist ja nicht mehr populär, Zyklone zu spielen. Nee, weil die keinen Reaktor mehr haben dürfen. Dafür sind sie allerdings ja jetzt völlig anders. Ja, in 2 Wochen kommt schon der große Patch, ne, Herr Rock? Oh, was wird dann wieder anders gemacht? Nichts. Gar nicht so viel tatsächlich. Also ich fand ihn eher enttäuschend. Also ich fand das gut für meine Anfängerserie, aber... Was ich besser fände, wenn wir endlich mal wissen würden, wann das große Strategiespiel kommt. Die haben übrigens die beste. Ja, das wird da ja wohl auch erzählt werden. Es sind ja jetzt schon alle Sachen geleakt worden. Das neue Menü ist geleakt worden. Wie die Einheiten aussehen, ist geleakt worden. Der Beta-Client wurde aufgeschaltet. Ich will auch Beta spielen. Ja, die Beta ist noch nicht freigegeben, aber der Client, den gibt's schon. Ich nehme an, dass die dann auf der BlizzCon sagen, ey, wir könnten übrigens hier Warcraft 3 Beta spielen. Und alle, die das auch wollen, können das dann eine Woche später machen. Übrigens können wir Overwatch 2 hatten und Hongkong ist gar nicht toll. So, das werden sie so sagen. Was? Wie kommst du jetzt auf Hongkong? Zyrok hat einfach nichts von dem weltgrößten Shitstorm mitbekommen, den es jemals gab. Er war auf Spiegel.de, wurde das angeteased, ja? Ich guck doch kein Spiegel, wenn er nicht in der Bildzeitung steht, ist das nicht real. Ich glaube sogar, es gab einen Bildartikel darüber. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Den hab ich aber gelesen. Die hatten ja Riesenskandal, weil sie ja einen Spieler für 12 Monate gebannt haben und 2 Kommentatoren, weil ein Spieler gesagt hat, Free Hongkong. Jetzt erwarten sie ja schon, deshalb wurde jetzt das Event, wo sie... Ja, ich weiß, kann ich nichts gegen machen. Ich will aber auch was erzählen. Du kannst doch nicht einfach mich jetzt hier ablenken. Ich wollte dir sinnvolle Sachen erzählen, aber Zeug will einfach keine Bildung genießen, ja? Merkt man ja schon dadurch, dass er in Bayern wohnt. Ich hab Bildung. Nee, eben nicht offensichtlich, ja. Wenn er sich mit den Drones surround lässt, das wäre geil. Was soll das? Guck mal, meine Arbeiteranzeige ist verbuggt. Jetzt nicht mehr. Aber gerade eben stand 19 von Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt habe ich Le Spiel. Haha. Hast du deine dritte verloren? Das finde ich aber jetzt absoluter Bullshit. Ja, hättest du dich mal dahingestellt. Man schickt immer seine Linge zur dritten. Das ist doch absoluter Bullshit. Und man baut nie Zauber. Man baut nie mit Minerals in der Hand eine Echse. Die sind doch für ich immer schon verloren. Das ist, hallo, dann verhungert der auf dem Weg dahin, dann haben wir die Scheiße da. Wir sind hier in einem guten Spiel, nicht in Warcraft 3, ja? Ich hab noch 3 Overlords gebaut, wann kommen die denn? Da sind sie! Man muss nur ein bisschen sich aufregen! Ja, alles da bist du besser. Ja Meister drin, muss man sagen. Hab ich noch nie aufgeregt. Nein, ich bin sehr geduldig. Der Kjormund regt sich immer auf. Nur weil er zu doof ist, geradeaus zu fahren. Und ein Depot zu bauen. Okay, Kjormund, du bist gleich tot. Ich hab nur die Wahrheit gesagt. Das war nicht mal böse gemeint. Das war nur der Hinweis eines Spielers, der bestimmt 3 Jahre seines Lebens in StarCraft 2 investiert hat.
glaube, anders das ist nicht gesagt, mal gelogen. Er hat keine Freunde. Das ist, glaube ich, nicht mal gelogen, dass es 3 Jahre sind. Man kann es ja leider nicht nachgucken, ne? Das kommt aber ein bei Jahr war es bestimmt. Geil, jetzt mal hier. Oh, die Linke dagegen irgendwie nicht so geil, ne? Ja, vor allem, wenn du 3 Mal hin und her rennst. Vorher. Drohnen wegziehen. Oh, Zalrock. Ich werde dich jetzt retten mit Halien, mit Adepten, weil Adepten sind ganz gut gegen die. Das war das ist das Einzige, was ich habe. Schick deine Drohnen wieder zum Arbeiten. Schwer, dass ich schon mal ihn gerettet habe, ja? Ich habe mich in meine Menge. Das ist auch mehr, als man von mir erwarten kann, ja? Ja, weil ich gesagt habe, zieh deine Drohnen weg, zieh deine Drohnen weg. Leider habe ich keine Rutsches. Das wäre vielleicht besser gewesen. Oh, Cloak, Banshee. Oh, das ist kacke. Find ich jetzt kannst eher du ja so gegen was machen, bitte? Banshee ist irgendwie kacke jetzt, ne? Ah, shit, der hat einen zweiten Tank gebaut. Kann er mal zu mir kommen? Ich könnte mir... Die eine Banshee habe ich ja schon getötet, aber ich muss jetzt leider zu der anderen Base. Ich müsste mir zu helfen. Ich wüsste mir so sehr zu helfen, dass ich jetzt erstmal so Playblock bin. Der ist jetzt, glaube ich, bei dir irgendwo, ne? Ist dicht. Ich habe da ja gerade angegriffen. Da hast du leider nicht mitgeholfen. Vorne dicht, oder? Ja. Er hat auch einige Tanks. Der ist vielleicht kein Punkt, den ich hier vorhabe. Töte ihn! Geh auf den Tank, der noch einen gefeuert hat! Zalrock! Ich hab leider verkackt. Meine Dings wollen hier nichts töten. Die dachten sich, nö, töten ist überbewertet. Warum habe ich so wenig Gates nur? Aber ich hab gesprengt. Das ist ja schon mal. Ja, und damit deine gesamte Armee verloren und nichts für Gegner getötet. Genau. Weil meine Einheiten doof waren und den komischen Bodending da angegriffen haben. Ja, weil du musst immer zielen, Herr Rock. Das solltest du inzwischen wissen. Der eine getankt Tor und der andere nicht. Könnte man meinen. Wo ist jetzt das Ding hin? Hallo! Hallo! Ort ist bereits belegt! Ach, das war noch Zeit, als der Ort noch belegt war, ne? Das geht natürlich direkt da, wo man War Prison steht. Regen die dich auch auf? Wir stehen vor unserer Base. Zalrock, mach was! Zalrock! Ich hab halt keinen Storm gerade. Du hast zu lange gewartet, Zalrock. Die Info war auch nichts. Doch, die Info war, Zalrock, geh mal drauf, die stehen vor unserer Base. Darum hast du erstmal nichts gemacht. Genug, hättest du früher sagen müssen. Ich hab's früh genug gesagt, da war der nämlich noch nicht gesieged. Warum ist der orange? Weil er sich selbst gehandelt, dass Seeker ermisselt hat.
Warum habe ich keinen... Ich habe keinen Zillow Charge. Ja, das ist natürlich kacke. Ich habe einfach zu wenig Gates. Ich weiß nicht, warum ich so wenig Gates habe. Ich werde beschossen von Tanks, aber ich sehe keine Tanks. Ja, die stehen unten auf dem Low Ground. Da stehen sie schon seit 8 Minuten. Das ist doch total stulle. Deshalb habe ich dir gesagt, engage diese Tanks, bevor sie gesieged sind. Auch wenn hast du nichts gemacht. Hast du Baninger? Nee, ne? Wo stehen die denn? Hier. Ein Tank ist jetzt tot. Ich hab Detection. Ja, sehr gut. Ach, Zack, das hätten wir nicht verlieren müssen. Hättest du auch nicht gut gespielt, aber wenn du da engaged hättest, hätten wir das, glaube ich, da ziemlich easy geklärt. Naja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut beim nächsten Video vorbei. Hier hoch, jetzt wieder das Folge klicken und jetzt erstmal von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.